Danke. Dann habe ich einige Zeit in dieser subkulturellen... Was? In dieser subkulturellen Nische gelebt. Das war so 1 × 8,1 × 3 Quadratmeter hoch. Schrägdecke, irgendwie eng. Keine Nachbarn, keine Einkaufsmöglichkeiten. Einmal im Monat so Rosinenbomber. Wir haben dann da Lebensmittel abgeworfen, aber meistens hatten die Hyänen die schon aufgefressen, bevor ich aufgewacht war, um die einzusammeln. Da habe ich gedacht, das ist auch nichts. Kannst du keine Mark mitmachen. Ich überlegt, was kann ich noch? Und dann habe ich am 11.3.8. in der Gala inseriert. Wunderschönes, dunkel pigmentiertes, langstockhaariges, weißes Schäferhundwelpen sucht ein neues Zuhause. Das Kleine ist mit viel Liebe geprägt und sozialisiert worden. Kennt Autofahren, Stadtbesuche, Leingänge, haushaltsübliche Geräusche etc. Es hat ständig Kontakt zu Kindern, Tieren und erwachsenen Hunden anderer Rassen. Bei Abgabe ist der Welpe geimpft, 7-mal entwurmt, gechippt, durchgenudelt und voll wie ein Eimer. Und ich habe dann, hat sich eine Familie aus der Nähe von Stuttgart gemeldet. Die haben mich dann so probehalber für 4 Wochen genommen, aber dann nicht eingestellt. Aber manchmal ist das ja so, dann denkst du, jetzt läuft alles schlecht, dabei hat das Leben einfach was anderes vor mit dir. Das ist, wenn man dann der Unterschied, wenn man gegen den Strom schwimmt, mit dem Strom. Wenn man mit dem Strom schwimmt, dann ist das alles unheimlich einfach. Wenn man gegen den Strom schwimmt, dann kann man die Dinge so auf sich zukommen lassen. Egal.